Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag aus der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Es wird heute gehen um die axiomatischen Grundlagen der klassischen Feldtheorie, sprich die axiomatischen Grundlagen der Maxwell-Gleichungen. Mein Name ist Hans-Georg Hauthauser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und EMV an der TU Dresden. Gut, lassen Sie uns direkt beginnen. Es geht also, wie bereits gesagt, um die axiomatischen Grundlagen der klassischen Elektrodynamik. Axiomatische Grundlagen von was denn eigentlich? Naja, axiomatische Grundlagen der Maxwell-Gleichung. Das sind bekanntermaßen die vier Gleichungen, auf denen die elektromagnetische Feldtheorie basiert. Nehmen wir das ein wenig auseinander. Wir haben zwei homogene partielle Differentialgleichungen, wir haben zwei inhomogene partielle Differentialgleichungen und wenn wir in der anderen Richtung schauen, haben wir zwei Gleichungen, die einen vektoriellen Charakter haben, das heißt, die eigentlich jeweils drei Gleichungen sind und wir haben zwei skalare Gleichungen. Außerdem stellen wir fest, dass wenn nur die vektoriellen Gleichungen tatsächlich zeitabhängige Gleichungen sind. Das heißt, nur diese beiden Gleichungen sind eben tatsächlich auch dynamische Gleichungen. Die anderen beiden enthalten die Zeit nicht. Das heißt, das sind rein statische Gleichungen. Ja, und historisch gesehen, das werden Sie wissen, ist es natürlich so, dass diese Gleichungen unabhängig voneinander aus Beobachtungen gewonnen werden. Und wir haben dann eben auch historische Namen. Coulomb-Gauss-Gesetz hier, das Faradaysche Induktionsgesetz hier oben oder das erweiterte Ampere'sche Durchflutungsgesetz, das wir hier haben. Erweitert deswegen, weil hier noch der Beitrag von Maxwell drin steht. Und natürlich dann eben auch die Beziehung, die den Erhalt des magnetischen Flusses zum Ausdruck bringt, beziehungsweise die Quellfreiheit des magnetischen Feldes. Maxwell, ich habe es gerade schon gesagt, hat den Verschiebungsstrom in das Ganze eingebracht und die Gleichungen tatsächlich auch zusammengeführt. Ich habe Ihnen hier auch nochmal die entsprechende Originalquelle angegeben. Und die heutige Formulierung, die werden Sie aber tatsächlich in dieser Quelle nicht finden, sondern die ist später entwickelt und veröffentlicht worden, nämlich von Heaviside auf der Basis der Vektoranalysis. Aber die grundsätzliche Frage, mit der wir uns heute hier eben auch beschäftigen wollen, ist die Frage nach dem Woher, das heißt, wie ist das tiefere Fundament eigentlich dieser Gleichung? Gibt es eine axiomatische Basis und wenn ja, wie lautet diese? Gut, das, was ich Ihnen dazu heute präsentieren werde, das ist veröffentlicht. Sie finden eine schöne Arbeit von Grunwald, Hehl und Nitsch, Axiomatics of Classical Electrodynamics and its relation to Gauche Field Theory in den Physics Notes. Quelle ist hier angegeben. Da können Sie also tatsächlich auch nochmal in Ruhe nachlesen. Wir fangen an mit der Ladungsdichte bzw. dann auch der Ladung. Die Ladung erscheint im Coulomb-Gauss-Gesetz, was wir gerade eben schon gesehen haben, in Form der Volumenladungsdichte Rho V. Und natürlich kann ich dann über eine Volumenintegration von der Volumenladungsdichte auf die Ladung in ein Volumenelement kommen. Das heißt, und das wird jetzt wichtig werden, dass Rho V ist der Integrant eines Volumenintegrals. Warum ist das wichtig? Naja, wir springen mal in die Mathematik. Wir springen mal zum Lemma von Poincaré. Das finden Sie in verschiedenen Formen. Aber wir werden das hier in aller Knappheit und auch nur für den dreidimensionalen Fall nochmal darstellen. Das Poincaré-Lemma
Sag uns, unter welchen Bedingungen eine Größe als Ableitung einer anderen Größe dargestellt werden kann. Also im Prinzip aus einem Potenzial hergeleitet werden kann. Das ist dann typischerweise nicht eindeutig. Das führt auch auf den Begriff der Eichung, dazu später mehr. Hier machen wir jetzt erstmal die reine Mathematik. Im Spezialfall des dreidimensionalen Raumes, und nur der braucht uns hier zu interessieren, haben wir drei wichtige Formulierungen oder Aussagen des Poincaré-Lemmas. Zunächst mal ist es so, dass solange wir uns auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet befinden, dass, und dort haben wir ein wirbelfreies Vektorfeld, dass dieses dann der Gradient eines Potentialfeldes ist. Das heißt, es gibt ein Feld F, sodass dieses wirbellose Vektorfeld Alpha dann eben dargestellt werden kann als Alpha gleich Gradient dieses Potentialfeldes. Zweitens, wenn wir auf einem konvexen Gebiet sind und haben dort ein quellenfreies Vektorfeld, also die Divergenz verschwindet, dann kann dieses Feld dargestellt werden als die Rotation eines Vektorfeldes. Und drittens, wenn wir eine skalare Felddichte haben, dann können wir die als Divergenz eines Vektorfeldes darstellen und immer dann eben, wenn diese skalare Felddichte Gamma ein Volumenintegrant ist. Das heißt, wenn sie unter einem Volumenintegral auftaucht, dann können wir das tatsächlich darstellen als die Divergenz eines Vektorfelds Beta. Und dieser Fall ist eben dieser dritte Fall. Das ist der Fall, den wir jetzt anwenden. Das heißt, wir springen wieder zurück zur Ladungsdichte und machen einfach weiter. Rho V ist hier der Integrant eines Volumenintegrals. Somit können wir dieses dritte Poincaré-Lemma, diese dritte Aussage des Poincaré-Lemmas anwenden und bekommen dann eben sofort unmittelbar das Coulomb-Gauss-Gesetz. Da brauchen wir sonst gar nichts anzunehmen. Reine Mathematik, die wir hier angesetzt haben und die Definition, dass eben die Ladung das Volumenintegral einer Ladungsdichte, einer Volumenladungsdichte ist. Und schon haben wir Divergenz D gleich Rho V. Ladungen werden sich typischerweise auch mit einer gewissen Geschwindigkeit in der Materie bewegen. Und wenn wir schon bei der Ladung sind, dann können wir auch direkt eben diese Bewegung uns anschauen und darüber die Stromdichte J einführen. Es gilt dann einfach, dass die Stromdichte J nichts anderes ist als die Ladungsdichte multipliziert eben mit der Materialgeschwindigkeit, mit der Geschwindigkeit der Ladungsträgerdichte. Und wenn wir die Ladungsträgerdichte haben, kommen wir auf einfache Weise natürlich auch zum Strom. Der Strom ist dann einfach definiert als der Fluss dieser Ladungsträger, dieser Stromdichte J durch eine Oberfläche S, sodass wir hier also ein gewisses Oberflächenintegral haben. Das war noch kein Axiom, was wir jetzt bisher gemacht haben. Wir haben gesehen, dass wir die eine Gleichung eben sofort einfach aus der Mathematik und aus der Definition der Ladung ableiten können. Jetzt kommen wir tatsächlich zu etwas Axiomatischem. Jetzt kommen wir zur Ladungserhaltung. Wir postulieren also Ladungserhaltung. Wenn sich Ladung in einem Volumen ändert, dann geschieht das nur dadurch, dass sie durch die Oberfläche eines Volumens hindurchströmt. Die Ladungsdichteverteilung kann sich natürlich innerhalb eines Volumens verschieben. Das würde aber nicht die Gesamtladung im Volumen ändern. Gesamtladung im Volumen ändert sich nur, wenn tatsächlich ein Strom durch die Oberfläche hindurchtritt. Und das können wir jetzt natürlich wieder auch mathematisch formulieren. Wir betrachten die materielle Ableitung. Die substanzielle Ableitung sagt man auch häufig eng verknüpft mit dem totalen Differential der Ladung in diesem Volumen. Das ist hier hingeschrieben. Die soll eben tatsächlich verschwinden. Das ist das axiomatische Postulat. Und dann brauchen wir das nur auszurechnen.
Das gibt eben diese Ableitung hier, ergibt zwei Teile. Einerseits eben die Änderung der Ladungsverteilung im Volumen und dann ganz wichtig eben die Veränderung, die dadurch hervorgetreten ist, dass eben Ladungen mit einer gewissen Geschwindigkeit durch die Oberfläche hindurchtreten. Das ist ja letztendlich nichts anderes als die Stromdichte, hier nochmal hingeschrieben, sodass wir also dann eben hier zwei Beiträge haben, dq nach dt, das wäre der erste Beitrag, plus eben der Strom der Ladung durch die Oberfläche dieses Volumens. Wenn wir hier weitermachen, dann sehen wir, dass wir hier ein Oberflächenintegral haben und wir können nach dem Satz von Gauss natürlich dieses Integral über die Oberfläche auch identifizieren oder anders schreiben als ein Volumenintegral, jetzt aber nicht mehr über die Größe selber, sondern über die Divergenz der entsprechenden Größe. Wenn wir dann zwei Volumenintegrale haben, können wir das unter ein Integral ziehen und bekommen eben diesen Ausdruck hier. Von hier nach hier ist eben rho v mal u nochmal durch j ersetzt, um die Stromdichte auch hier ins Spiel zu bringen. Immer noch gilt, dass nach unserem axiomatischen Postulat dieser Gesamtausdruck 0 sein soll, und zwar für jedes beliebige Volumen. Und damit das für jedes beliebige Volumen richtig sein kann, bleibt nichts anderes übrig, als dass tatsächlich dieser Integrand verschwindet. Auf die Art und Weise haben wir hier eine Gleichung herausgezogen, die wir auch gleich noch benennen werden. Wir machen aber erst noch weiter. Wenn wir jetzt wiederum sehen, dass wir ja schon das ρv als Divergenz d ausgedrückt haben auf der Folie davor, dann können wir das hier natürlich ersetzen, haben dann zwei Terme, wo die Divergenz auftaucht, sodass wir die Divergenz einfach davor ziehen können, bekommen diese einfache Form. Und wie auch eben schon gesagt, das gilt für beliebige Volumina und kann dementsprechend nur richtig sein. Das kann nur gleich 0 sein, wenn eben tatsächlich der Integrand immer für beliebige Volumina gleich 0 ist. Das halten wir fest, und ich hatte Ihnen ja schon versprochen, dass wir dieser Gleichung noch einen Namen geben. Die meisten werden es schon kennen. Das ist die wohlbekannte Kontinuitätsgleichung, die wir ganz offenbar sofort mathematisch aus dem Postulat der Ladungserhaltung auch bekommen. Ja, jetzt schauen wir uns eben wieder diesen Ausdruck an, den wir gerade gewonnen haben und der eben gleich 0 ist. Und wir nehmen wieder das Poincaré-Lemma jetzt eben in der zweiten Form und stellen fest oder können dann einfach ablesen, wenn diese Divergenz verschwindet, dann können wir das, was hier als Vektorfeld drin steht, auch ausdrücken als die Rotation eines weiteren Vektorfeldes, was uns auf diesen Ausdruck führt. Damit hätten wir also Divergenz d nach dt von d plus j gleich Rotation a. Und wenn wir das umstellen, dann sehen wir sofort, das ist eine weitere Maxwell-Gleichung. Zwischenfazit. Aus der Definition der Ladungsdichte und Poincaré 3 folgt sofort die Gleichung in der Form des Coulomb-Gauss-Gesetzes. Man müsste also sagen, das in der Form darstellen, es gibt ein Vektorpotenzial, ein Vektorfeld d, sodass d gleich ρv ist. Mit dem Axiom der Ladungserhaltung und Poincaré 2 und der obigen Beziehung, also Divergenz d gleich ρv, bekommen wir die nächste Maxwell-Gleichung, Rotation h minus dd nach dt gleich j.
Wir geben den Größen jetzt auch sofort mal Namen. Wir haben die elektrische Anregung D. Historisch heißt das die elektrische Verschiebung. Wir werden in den meisten Fällen auch bei die elektrische Verschiebung später bleiben, aber die moderne Ausdrucksweise wäre elektrische Anregung. Wir haben die magnetische Anregung, historisch gesehen das Magnetfeld H. Und was man auch feststellen muss, wir haben bisher überhaupt nicht auf Kräfte zurückgegriffen. Das ist etwas, wenn Sie an anderen Stellen mal schauen, nach axiomatischen Einführungen, dann wird üblicherweise sehr früh auf Kräfte zurückgegriffen. Ich wollte hier, das finde ich schön an dem Ansatz von Grunewald und Hehl und Nitzsch, dass sie eben relativ weit kommen, ohne Kräfte zu benötigen. Gut, die Ladungshaltung, das muss man wissen und ist eigentlich nicht Thema hier. Ich will es aber der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt lassen. Die Ladungserhaltung gilt auch mikroskopisch und damit gelten tatsächlich auch die inhomogenen Maxwell-Gleichungen, die wir ja gerade schon abgeleitet haben, eben auch mikrophysikalisch. Das heißt, elektrische und magnetische Anregung, beziehungsweise mit den historischen Formulierungen die elektrische Verschiebung und das Magnetfeld sind mikrophysikalische Größen. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass die Ladung auch relativistisch eine invariante Größe ist. Das heißt, dass die inhomogenen Maxwell-Gleichungen auch relativistisch invariant formuliert werden können. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Jetzt kommen wir tatsächlich, ich habe gerade gesagt, wir haben bisher nicht auf Kräfte zurückgegriffen, jetzt werden wir das machen und zwar auch in einer axiomatischen Art und Weise. Das heißt, wir werden als zweites Axiom annehmen, dass die Lorentzkraft genau die Form hat, wie wir sie tatsächlich auch experimentell kennen. Sie kennen diesen Ausdruck F gleich Q mal E plus U Kreuz B. Wenn U die Geschwindigkeit der entsprechenden Ladung ist, ist F die entsprechende Kraft, die auf diese Ladung wirken würde, wenn gleichzeitig ein E-Feld und ein B-Feld vorhanden sind. Das ist wirklich experimentell hervorragend bestätigt und wenn wir es nicht weiter begründen können, machen wir daraus jetzt eben eine Axiom. Hierbei wird ganz nebenbei die elektrische Feldstärke eingeführt. Wir nutzen jetzt in der weiteren Betrachtung das Relativitätsprinzip. Das Relativitätsprinzip besagt, dass physikalische Gesetze sich unabhängig vom Inertialsystem in der gleichen Art und Weise schreiben lassen. Wir betrachten jetzt also zwei inertiale Systeme. Das eine ist das Laborsystem, da werde ich keinen Strich dran machen. Das bewegt sich zu dem Ruhesystem der Ladung, da werde ich einen Strich dran machen mit einer Geschwindigkeit, die wir U nennen. Und die Annahme ist die, dass wir im Ruhesystem der Ladung einfach mal kein E-Feld haben. Also E gleich 0 im Ruhe bzw. E' gleich 0 im Ruhefeld der Ladung. Im Ruhefeld der Ladung habe ich natürlich auch keine Geschwindigkeit. Das ist ja das Ruhesystem der Ladung. Und man erkennt natürlich leicht, wenn E gleich 0 ist und U gleich 0 ist, dann muss natürlich auch dieser gesamte Ausdruck gleich 0 sein. Das heißt, im Ruhesystem der Ladung ist, wenn ich kein E-Feld habe, die Kraft auf diese Ladung 0. Damit wird auch diese Ladung nicht beschleunigt. Die Beschleunigung der Ladung, das ist aber ein physikalischer Vorgang. Den müsste ich tatsächlich in jedem Inertialsystem beobachten können. Wenn es also in einem, wenn es im Ruhesystem nicht beschleunigt wird, dann darf es auch in jedem anderen System nicht beschleunigt werden, weil das sind ja Inertialsysteme. Damit muss auch die Kraft im Laborsystem verschwinden. Ja, die Kraft im Laborsystem ist diese Kraft. Jetzt ist aber tatsächlich U eine Geschwindigkeit ungleich 0. Und damit der gesamte Ausdruck gleich 0 ist, bleibt nichts anderes übrig, als dass ich jetzt tatsächlich eine elektrische Feldstärke habe, E, genau in der Form E gleich minus U Kreuz B.
Die beiden Feldstärken, E und B, B magnetisch, historisch gesehen die magnetische Induktion, sind also nicht unabhängig voneinander. Sie können nicht unabhängig voneinander sein, wenn ich die Lorentzkraft als gegeben annehme und wenn das Relativitätsprinzip Gültigkeit hat. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Weiter machen wir mit einem Axiom 3, Erhaltung des magnetischen Flusses. Der magnetische Fluss ergibt sich, wenn ich das B-Feld über eine Oberfläche integriere. Das heißt, ich schaue mir an, wie viel B-Feld greift durch diese Fläche S hindurch. Das ist der magnetische Fluss durch die Fläche. Analog zur Ladungserhaltung können wir dann auch mit den gleichen Argumenten eine Flusserhaltung bekommen. Schreibt sich genauso hin und die Argumente sind auch die gleichen, deshalb kürze ich das hier ab. Und ich bekomme einen solchen Ausdruck und hierbei habe ich jetzt eingeführt tatsächlich einen magnetischen Fluss, eine magnetische Flussstromdichte. Auch hier kann ich jetzt tatsächlich wieder mathematisch umformen. Ich habe hier dieses Ringintegral entlang des Umfanges der Fläche S. Darüber kann ich mit dem Stokes-Theorem eben auch ein Flächenintegral machen. Wenn ich jetzt noch ausnutze, wie der Fluss und das Magnetfeld in Verbindung stehen und das hier einsetze, dann sehen Sie, dass ich hier eben zwei Flächenintegrale habe. Die könnte ich jetzt wieder zu einem Flächenintegral zusammenführen. Insgesamt muss das gleich 0 sein und auch hier bleibt eben nichts anderes übrig, als dass der Integrant verschwindet, weil das für jede beliebige Fläche gelten müsste. Bildet man die Divergenz dieses Ausdruckes, dann erfolgt, weil wegen der Vektoridentität Divergenzrotation von irgendwas ist gleich 0, folgt, dass die Divergenz von dB nach dt verschwindet. Das heißt, anders ausgedrückt, die Divergenz von B, das kann ich mal sagen, ist sowas wie eine magnetische Ladungsdichte. Die muss dann konstant sein, weil die Ableitung verschwindet ja. Das heißt, die darf nicht zeitabhängig sein. Das ist das, was hier zum Ausdruck gebracht worden ist. Das heißt, die magnetische Ladungsträgerdichte, wenn es sie gibt, die ist auf jeden Fall zeitlich invariant. Und ich gehe nochmal zurück, Entschuldigung, war etwas zu schnell. Bitte schauen Sie sich diese Gleichung auch nochmal an, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Die sieht ja schon fast so aus wie eine unserer Maxwell-Gleichungen, nämlich wie das Induktionsgesetz. Nur, dass hier an der Stelle des E-Feldes jetzt eben diese magnetische Stromdichte steht. Wir machen weiter mit der Erhaltung des magnetischen Flusses und nutzen wieder das Relativitätsprinzip. Das haben wir ja schon mal benutzt, ist also keine nichts Neues, was jetzt dazu käme. Wir nehmen mal an, dass in einem System eben gilt, so wie wir es eben auf der letzten Folie schon gezeigt haben, dass eben die Ableitung dieser magnetischen Ladungsträgerdichte gleich 0 ist. Dann gibt es an jedem Ort einen zeitlich konstanten Wert. Genau das ist die Aussage. Wenn wir jetzt in ein anderes Inertialsystem wechseln, das sich zu diesem Inertialsystem mit einer Geschwindigkeit bewegt, dann würde ein Beobachter in diesem anderen Inertialsystem
Ja, eine Verteilung sehen, die sich zeitlich ändert. Im einfachsten Fall stellen Sie sich einfach vor, Sie haben in einem Teil des Gebietes zum Beispiel einen bestimmten Wert von Rohmagnetisch, im anderen Teil des Gebietes ist der Null. Dann wäre die Rohmagnetisch nach dt gleich 0 zunächst mal überall erfüllt. Wenn Sie jetzt das Inertialsystem wechseln, in der Form, dass Sie als Beobachter sich relativ dazu bewegen, dann ist das ja das Gleiche, als würde ich meine Hand jetzt bewegen. Und dann sieht das aus der Kameraperspektive aber so aus, als würde sich tatsächlich das Rohmagnetisch zeitlich ändern. Dieser Widerspruch, wir haben ja eben festgehalten, dass das eigentlich nicht passieren darf, es muss zeitlich konstant sein, dieser Widerspruch tritt nur dann nicht auf, wenn ich eine ganz spezielle Form der Konstanz wähle, nämlich die, dass es immer und überall den gleichen Wert hat, für alle Orte und für alle Zeiten gleich. Wenn es eine komplette Konstante ist, dann ist es relativ logisch, dass ich die dann auch einfach auf Null setze. Sprich, wir kommen hier dazu, dass eben diese magnetische Ladungsdichte immer und überall gleich Null ist. Wäre sie es mal nicht, dann wäre sie es ja nie und dann hätten wir es tatsächlich auch schon beobachtet in der Form, dass eben Magnetfeldlinien immer irgendwo entspringen oder wieder irgendwo verschwinden würden, was sie eben gerade nicht machen. Und das ist ja die Aussage von Divergenz B gleich 0, was ich hier draus sofort schließen kann. Und Divergenz B gleich 0 ist die nächste Maxwell-Gleichung, die wir somit auch axiomatisch hergeleitet hätten. Jetzt ist aber, ich habe es eben schon gesagt, immer noch nicht ganz klar, was denn eigentlich mit diesem J Phi ist. Das hat die gleiche Dimension wie die elektrische Feldstärke. Wir hatten ja aus der Flusserhaltung eben schon diese Gleichung dB nach dt plus Rotation J Phi gleich 0. Wenn wir das vergleichen mit der Maxwell-Gleichung für die Induktion, Rotation E plus dB nach dt gleich 0, dann könnte man hier vermuten, dass eben tatsächlich das E und das JΦ nichts anderes ist als das E. Das ist auch so. Und auch das kann man, kürze das hier ab, wieder aus dem Relativitätsprinzip auf ganz ähnliche Art und Weise, wie wir es bisher schon gemacht haben, folgern. Und somit hätten wir tatsächlich unsere letzte Maxwell-Gleichung gefunden. An der Stelle könnten wir auch schon Schluss machen. Machen wir aber noch nicht, sondern wir gehen einfach mal weiter und machen eine Bestandsaufnahme. Wir haben jetzt die vier Maxwell-Gleichungen abgeleitet und zwar aus erstens Mathematik, zweitens dem Relativitätsprinzip, drittens der Lorentzhaltung, viertens der Lorentzkraft und fünftens der Erhaltung des magnetischen Flusses. Und wirkliche Postulate sind ja nur Ladungserhaltung, Lorentzkraft, Erhaltung des magnetischen Flusses. Nebenher haben wir tatsächlich auch die Kontinuitätsgleichung gefunden, direkt aus der Ladungserhaltung. Und wir haben gemerkt, dass E und B tatsächlich nicht voneinander unabhängige Phänomene sind. Wenn wir jetzt mal zusammenzählen, was wir haben, dann haben wir ja insgesamt vier Feldgrößen mit jeweils drei Komponenten. Das wären also 12 Feldkomponenten. Und wir haben 2 mal 3 vektorielle Differentialgleichungen, also insgesamt 6 Komponenten. Und dann kommen noch die Gleichungen für die Divergenz dazu, sind nochmal 2, macht also insgesamt komponentenweise 8 partielle Differentialgleichungen.
Davon sind aber nur zwei dynamische Maxwell-Gleichungen. Die anderen zwei Gleichungen, nämlich die Divergenzgleichungen, die sind immer erfüllt, wenn sie zu einem Zeitpunkt erfüllt sind. Das sind also eher so etwas wie Nebenbedingungen. Wir haben also nur sechs dynamische Gleichungen für 12 Komponenten. Und was hier noch fehlt, sind tatsächlich die sogenannten Materialgleichungen. Das sind sechs weitere Gleichungen, zum Beispiel fürs Vakuum eben mal hingeschrieben sind das die bekannten Gleichungen, die Sie ja in dieser Form, wie sie hier hingeschrieben sind, kennen. Und ja, die vierte axiomatische Annahme ist jetzt tatsächlich, dass die Materialgleichungen des Vakuums genau diese Form haben. Man kann nämlich zeigen, dass die Materialgleichungen des Vakuums genau diese Form haben müssen, wenn drei Punkte erfüllt sind. Erstens, die Materialgleichungen des Vakuums sind invariant bei Translation und Rotation. Nebenbemerkung, das ist eine Eigenschaft des Vakuums. Zweitens, die Materiegleichungen des Vakuums sind lokal und linear. Das heißt, Felder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit werden miteinander verknüpft. Lokal, linear, das ist auch eine Eigenschaft des Vakuums. Drittens, es gibt kein Durchmischen, kein Mixen von elektrischen und magnetischen Effekten. Auch das wollen wir postulieren fürs Vakuum. Letztendlich ist das auch eine Eigenschaft des Vakuums, weil wo nichts ist, wo keine Materie ist, wie soll da tatsächlich eine Durchmischung von elektrischen und magnetischen Effekten zustande kommen? Man kann dann zeigen, und das mache ich jetzt auch nicht so ausführlich, das könnt ihr gegebenenfalls nachlesen, dass, wenn dann die Raumzeit auch noch eine flache ist, sich die Materialgleichungen genau in dieser bekannten Form ergeben müssen. Und das ist schon bemerkenswert, oder auch diese Materialgleichungen des Vakuums sind bemerkenswert, weil sie nicht nur die Anregungen und die Feldstärke miteinander verknüpfen, das ist wunderbar, sondern sie verknüpfen tatsächlich auch elektromagnetische Felder mit der Struktur der Raumzeit. Das war bei den ersten Axiomen, die wir uns betrachtet haben, noch nicht der Fall. Jetzt erst bei dem vierten Axiom bekommen wir tatsächlich eine Verknüpfung zur Raumzeit. Das heißt, hier wird es tatsächlich extrem fundamental. Und tatsächlich gibt es starke Hinweise darauf, dass die Propagation des elektromagnetischen Feldes die metrische Struktur der Raumzeit bestimmt und eben nicht umgekehrt, wie man jetzt vielleicht aus der Darstellung, die ich gewählt habe, hätte schließen können, dass eben die elektromagnetischen Eigenschaften aus der Raumzeit folgen. Auch dazu habe ich Ihnen, wenn Sie das wirklich interessiert, nochmal zwei Quellen angegeben. Tatsächlich ist es aber so, dass das doch ganz erheblich über das jetzt hinausgehen würde, was wir im weiteren Verlauf dieses Kurses machen werden. Gut. Ich hoffe, Ihnen ist klar geworden, dass man tatsächlich aus verhältnismäßig einfachen Annahmen und mit verhältnismäßig wenigen Schritten die Maxwell-Gleichungen und auch die Materialgleichungen und nebenher auch die Kontinuitätsgleichung für die Ladung ableiten kann. Das heißt, das sind Gleichungen, die eben tatsächlich nicht irgendwie vollkommen in der Luft hängen, sondern sie haben eine sehr gute und solide Begründung. Gut,
An dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne für Ihre Aufmerksamkeit, möchte mich gerne bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sie finden weitere Informationen und auch den Kontakt zu mir, wie immer, auf der Webseite, die ich Ihnen hier auch nochmal aufgeschrieben habe. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.